Donald Trumps Reisetagebuch. Am Flughafen. Melania trägt sexy Lederrock, eng und Hautfarben, also meine Hautfarbe. Ich bekomme für den Flug einen Rätselblock. Lösungen sind mit dabei. Praktisch. Dann wollen wir mal. In welchem Land herrscht genau der gleiche fundamentalistische Islam wie beim IS? Saudi-Arabien. Woher kommen die zweitmeisten IS-Kämpfer? Saudi-Arabien. Von wo twittern die meisten IS-Unterstützer? Saudi-Arabien. Immer dieselbe Lösung, langweilig. Blättere den Rest des Fluges lieber in meinem Reisepass. Da ist so ein hübsches Foto drin. Landung in Saudi-Arabien. Nehme Huldigungen der Eingeborenen entgegen, bekomme traditionellen Begrüßungsbrokkoli, verschenke ihn an hungrigen Mitarbeiter. Bin sehr großzügig. Dann sehr männlicher Säbeltanz. Ich tanze sehr gut. Auf zur Siegerehrung. Bekomme von König Salomon Säbeltanz, Goldmedaille oder Friedensnobelpreis, keine Ahnung. Ich spreche kein Spanisch. Halte historische Rede. Rede ist so gut, einige Zuhörer werden bewusstlos. Will gerade Saudi-Arabien als Terrorhelferland ausschimpfen, da zeigt Teleprompter Überweisungsalarm. Saudi-Arabien kauft von uns Waffen für 380 Milliarden Dollar und spendet 100 Millionen an Ivankas Stiftung. Na gut, wenn der König Kunde ist, dann ist natürlich der Kunde König. Beschimpfe ich halt den Iran als Terrorhelfer. Die haben schließlich noch gar nichts bezahlt. Loser. König Salomon hat sich eine Bibi Blocksberg Hexenkugel gekauft. Hex! Blick in die Zukunft zeigt, Beziehungen laufen weiter wie geschmiert. Toller Besuch. Meine Brieftasche fühlt sich jetzt schon viel dicker an. Zwischenstopp in Tel Aviv zum Pussygräben, aber Melania will nicht. Die prüde Nuss. Gleich weiter nach Jerusalem. Ich bekomme ein Buch und einen Hut, einen sehr kleinen Hut. Traurig. Der Typ neben mir hat einen viel größeren Hut. Sehr unfair. Dafür hat Jerusalem eine schöne Mauer. Wundervoll. Und die Mauer funktioniert. Ich sehe keinen einzigen Mexikaner. Lasse mir Baupläne zeigen und prüfe die Bausubstanz. Schlechte Bausubstanz, alles voller Löcher. Klarer Fall von Fusch am Bau. Traurig. 14 Uhr. Zeit zum Wunderwirken. Lege zwei Lahmen die Hand auf und beide können wieder gehen. Dann muss ich aber los. Der Papst will eine Audienz bei mir. Bye bye, euer Donald.